Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu... Meine Mutter war eine starke Frau. Ja, deine Mutter war eine starke Frau, das wissen wir. Sie ist diejenige, die mir meine Schwertkampftechniken beigebracht hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, wir sind hier momentan immer noch in Riften. Und das auch mit Absicht. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Keinen Sacken aus der Krone brechen, werde ein vollwertiges Mitglied der Diebesgilde. Also ich hoffe mal, das stimmt tatsächlich, dass wir da tatsächlich keine Nebenwirkung bekommen, beziehungsweise keine Austauschwirkung oder Wechselwirkung mit anderen Gilden. Ja, wir machen hier allerdings das Zeichen der Dibella. Das heißt, wir müssen auch durch, von Hofkrier ein Zeichen der Dibella bekommen, beziehungsweise, ja, bekommen. Also, das ist momentan unsere Aufgabe. Und, wo ist es? Wo ist denn die andere Aufgabe? Ah ja, genau. Hier oben versprochen ist versprochen. Sprich mit Sippy Schwarzdorn. Das machen wir auch. Und dann sollte man eigentlich auch keine Probleme bekommen. Jo, wo ist denn Hofkrier? Hofkrier. Ich muss mal ganz, ganz kurz nachschauen. Und zwar auf der Karte, wenn sie denn mal wieder kommt. Ja, da haben wir nämlich das Problem, was ich manchmal habe. Letzten Endes. Hier oben steht es auch noch. Tötet den Banditenanführer von Ptalft. Und identifiziere den Skroma-Händler von Riften. Genau, die beiden wollten wir jetzt eigentlich angehen, so richtig. Wir kümmern uns jetzt mal um das Zeichen der Dibella. Und jetzt funktioniert es auch. Alles klärchen. So, Umgebungskarte. Einmal die Umgebungskarte. Ja, Blackbriar Midori. Identifiziere den Skroma-Händler von Riften. Ja, das war ja irgendwie ein bisschen komisch, weil es irgendwie beim letzten Mal nicht wirklich ging. Und Himmelsrand. Lass dir von Hofkrier ein Zeichen der Dibella geben und töte den Banditenanführer. Sprich mit Sippy Schwarzdorn. Was machen wir denn als nächstes am besten? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter. Riften Chase, sprich mit Sippy Schwarzdorn. Das ist, denke ich mal, so das Effektivste, was wir machen können. Deswegen mal auf rein da. Ich glaube, da rechts ging es in das Gefängnis. Wenn das Wetter es zuließ, gingen Ehren und ich oft in den Wäldern von Rift spazieren. Ja, komm, Leute, wir gehen erstmal hier rein. Die Bäume sind wunderschön und wir gehen natürlich mit, Mjoll dann später auch wieder hier raus. Das ist immer klar. So, Mjoll, ich muss mal kurz mit dir reden. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja, natürlich. Ich möchte ein paar Dinge mit dir tauschen. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Ja, das freut mich. Das freut mich. So. Ich habe natürlich nichts, was ich jetzt geben könnte. Deck. Doch, den geisterlichen Bogen haben wir. Ich frage mich, warum ich den geisterlichen Bogen habe. Ja, wir geben ihr diesen Bogen erst einmal, genau wie die beschlagene Rüstung. Und warum habe ich das ganze Zeug noch? Habe ich das nicht verkauft? Oder habe ich es vergessen, in Priesenheim wegzutun? Es kann natürlich auch sein, dass ich es einfach vergessen habe, wegzutun. Danke, Mion. Alles klar, gehen wir. Genau, gehen wir. Und zwar, ups. Okay, alles klar, ich weiß nicht, was da los ist. Was treibt ihr denn hier unten? Ja, schon in Ordnung, ich darf hier sein. Oh, mein Fehler. Tut mir leid. Ihr dürft passieren. Sehr schön. Ah, dass die Leute aber auch manchmal wirklich ein gutes Gefühl, tatsächlich auf den Straßen von Refton unterwegs zu sein. Ja. Da glaube ich dir. Nein, dass die Leute aber letzten Endes auch wirklich so richtig schön leichtgläubig sind. Wahnsinn. So, wir packen mal eine Fackel raus und irgendwo muss diese Sippy sein. Bist du das? Ja, Sippy Schwarzdorn. Seid ihr gekommen, um mich anzustarren oder soll das ein Höflichkeitsbesuch sein? Warum seid ihr im Gefängnis? Hör zu, wir haben alle unsere Fehler. Und meiner besteht darin, dass Frauen nicht genug von mir bekommen können. Also hatte ich eine kleine Affäre, während ich mit einem wunderschönen Mädchen namens Vidi verlobt war. Nun, sie findet es heraus und erzählt es ihrem Bruder Wulfur. Und der greift mich prompt mit einem Messer an. Ich meine, da musste ich mich doch schließlich verteidigen. Also wegen Mordes, ne? Ihr wurdet also wegen des Mordes an ihm verhaftet? Genau. Und nun muss ich 8 Monate lang diese Stäbe anstarren. Ist das zu fassen? Da wollte ich dieses Weibstück in die reichste Familie von Rifton einheiraten lassen und das ist nun der Dank. Ich würde alles dafür tun, mir den Kopf dieser Hure auf einem Tablett servieren zu lassen. Ich muss nur noch wissen, wo sie ist. Ich werde euch helfen, sie zu finden. Ah, das ist die richtige Einstellung. Findet sie und ich verspreche euch, es soll euer Schaden nicht sein. Ja, finde es wie die Aufenthaltsort. Eine neue Aufgabe, auch schon mal gar nicht so verkehrt. Habt ihr Informationen über Swidi? Sie war eine junge Frau. Drall, mit fließenden langen Haaren. Sie hat mir die schönsten Lieder vorgesungen, als wir einander den Hof gemacht haben. Ich habe noch nie eine so schöne Stimme gehört. All dieses Talent wird vergeudet sein, wenn ich mit ihr fertig bin.
Ne, das werden wir ja nochmal sehen, mein Freund. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja dann auch mit Sweetie reden und mal rausfinden, beziehungsweise mal uns ihre Version der Geschichte anhören, weil ich vertraue dem Sibi Schwarzzahn hier überhaupt nicht. Den Schwarzzahn vertraue ich generell nicht. Aber gut, ihr müsst nur 8 Monate für Mord absitzen. Mutter wollte mir eine Lektion erteilen, weil ich die schmutzige Wäsche der Familie in aller Öffentlichkeit gewaschen habe. Ich meine, ich habe mich früher für sie um viele Leute gekümmert. Was im Reich des Vergessens hat sie denn von mir erwartet? Naja, wenigstens brauche ich hier nicht auf den Komfort von zu Hause zu verzichten. Nun, außer natürlich auf die Berührung einer Frau. Ja, das ist schön, außer auf die Berührung einer Frau. Ich weiß nicht, dem Jungen tut es überhaupt nicht leid. Und ich... Für mich stellt sich das momentan so dar, dass die Schwarzzahns hier generell, beziehungsweise die Schwarzzahn-Familie hier generell, skrupellos agiert. Ich meine, jemanden aus dem Weg zu räumen, jemanden umzubringen, das ist keine Lösung für gar nichts. Ja. Erzählt mir etwas über eure Familie. Wenn ihr von den Schwarzdorn sprecht, sollte euch nur eins in den Sinn kommen. Mit uns legt man sich nicht an. Wenn ihr uns helft, werdet ihr reich. Wenn ihr uns in die Quere kommt, seid ihr bald nur noch eine Erinnerung. Reicht euch das an Informationen? Das reicht mir an Informationen. Und Leute, ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, beziehungsweise mich würde interessieren, wie ihr dazu zu so etwas steht, zu dieser Skrupellosigkeit, ja? Ist das gerechtfertigt in manchen Situationen oder, ja, sollte man nicht skrupellos agieren, sondern auf die Menschen achten? Ja. Meine Meinung ist, man sollte auch auf die Menschen eingehen können, beziehungsweise auf die Menschen achten und nicht hier skrupellos agieren, weil skrupellos impliziert ja schon, dass man auch über Leichen geht und über Leichen gehen ist nie eine gute Lösung. Jo, Sibi, Louis Littrush hat mich geschickt. Ach, und lasst mich raten, er will sein Pferd. Nun, da gibt es ein kleines Problem. Sehe, mir gehört Frost nämlich eigentlich gar nicht. Das Pferd, das ihr bereits an Littrush verkauft habt, gehört euch gar nicht? Das ist richtig. Wisst ihr, zuerst gehörte Frost zum Gut Schwarzdorn. Technisch gesehen gehört alles auf diesem Gut meiner Mutter, Maven. Ich hatte vor, das Pferd von unserem Haus zu Littrush bei den Ställen zu bringen. Wie ihr seht, lief das nicht ganz nach Plan. Aber ich will Littrush nicht betrügen. Ich sage euch etwas. Wenn ihr das Pferd stehlt und abliefert, dann könnt ihr die zweite Hälfte der Bezahlung behalten. Wisst ihr, ich wette, Maven würde mir noch mehr für diese Information zahlen. Ja, sicher. Übervorteilt nur den Kerl im Gefängnis. Na schön, ich kann euch das Geschäft noch ein wenig versüßen. Hier habe ich natürlich nichts, aber im Haus habe ich ein Versteck. Und ich konnte den Schlüssel für mich behalten. Ja, dann rück mal raus, das Ding. Nehmt ihn. Dankeschön, Sibi. Optional, steht den Schatz aus der Hütte abgeschlossen, sprich mit Sibi Schwarzdamm und Stielfrosts Abstammungsurkunde. Ja, das ist doch mal richtig schön. Wir holen die nächste Fackel raus. Ihr seht's ja, ne? Die brennen doch relativ schnell aus. Meine Mutter war eine starke Frau. Sie ist diejenige, die mir meine Schwertkampftechniken beigebracht hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube, ich muss die Häufigkeit hier nochmal ein bisschen anpassen. Was kommt man denn hier rein? Gar nicht. Da sitzt eine junge Dame im Gefängnis. Für mich sieht sie aus wie so eine Obdachlose, wenn ich ehrlich bin. Zumindest sieht das von ihr so aus. Ich würde gerne mit ihr reden, aber ich komme nicht rein. Seltsam. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Straße zu berauben. Als ich Düsterklinge zog, hat der Arme sich in die Rüstung gemacht. Sehr, sehr schön, Mia. Wir reden mal mit Thraki, die Unschuldige. Lasst mich hier heraus, verdammt! Ich bin keine Verbrecherin. So ergeht es einem, wenn man in dieser Stadt sagt, was man denkt. Ja, genau das glaube ich nämlich auch so mittlerweile. Mittlerweile, so langsam. Ich würde sie gerne rauslassen, geht aber nicht. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee, das nicht zu machen. Ja, ich gehe mal wieder, ne, mein Freund. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen und ich muss hier Wache schieben. Passiert schon mal. Der sollte froh sein, dass er nicht gegen Drachen kämpft. Ich weiß gar nicht, wie hart das ist. Ja, gut, okay, wieder raus aus dem Gefängnis. Die Fackel kann man natürlich jetzt wegpacken, logischerweise. So. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wo können wir denn jetzt eigentlich hin? Ich meine, wir müssten doch eigentlich soweit hier alles erledigt haben. Und schaut mal, auch hier ist jetzt das Zeichen bei der Blackbriar Meadery verschwunden mit dem Skoma-Händler. Himmelsrand. Ups. Himmelsrand. Lass dir von Hof gehen. Zeichen der Dibella, den Skoma-Händler ist da draußen, Dalft ist draußen und den Schatz aus der Hütte, der ist logischerweise auch draußen und Stielfrost Abstammungsurkunde. Okay, alles klar. Das heißt, ich würde mal sagen, wir begeben uns auch nach draußen. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko
eingehen. Es hat mir wirklich gefehlt, solche Reisen zu unternehmen. Die Weiten von Himmelsrand zu durchqueren, hat mein Herz stets mit Begeisterung erfüllt. Ja, mein Herz natürlich auch immer. Sagt, da ist der Vampir von der vom letzten Mal, also von der letzten Vampir-Attacke hier. Es ist ja Gott sei Dank bisher nur eine Attacke, die war zum Dorf, ja, die aufgetaucht ist. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, wieso, weshalb, warum, Leute. Ja, ich meine, warum haben sie angegriffen? Natürlich, um hier den Terror reinzubringen, mehr oder weniger. Terror. Nee, ich mag das Wort Terror eigentlich momentan überhaupt nicht, aber ist egal. Wir sind jedenfalls jetzt wieder hier und wir sollten vielleicht mal ganz, ganz kurz schauen, nachdem wir jetzt raus sind. Ah, schaut mal hier. Rift in Stables. Lass dir von Hof gern Zeichen der Tabelle geben. Alles klar, dann können wir doch dorthin gehen erstmal. Ich frage mich aber gerade, warum bei mir die Frames schon wieder in den Keller gehen. Und ich hoffe nur, dass es bei euch nicht zu sehen ist. Also stottern oder sowas tut es hier auch bloß nicht. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Ja, mal gucken, ob es dir gleich noch was bedeutet, Hofkehr. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Ich hab doch ein Pferd. Naja, egal. Helga hat euch ein Zeichen der Tibella gegeben. Ich will es. Was? Wovon redet ihr? Ich weiß nicht mal, was das ist. Gebt es mir und niemand muss davon erfahren, mein Freund. Ich will in Rifthorn keinen schlechten Ruf bekommen, aber Helga ist außer Kontrolle. Sie wollte es in den Ställen versuchen. Also habe ich zugestimmt. Wenn ihr es unbedingt wollt, dann nehmt es euch. Alles klar. Konfrontiere Helga mit den Zeichen der Tibella. Leute, ist also so schön. Also gut. Ja, ich danke dir, Hofkehr. Ich danke dir wirklich, wirklich, wirklich. Sehr viel. Ich habe vom Tod genug für drei Leben gesehen. Aber eines guten Kampfes werde ich nie überdrüssig. Ja, da glaube ich. Was haltet ihr davon? Wenn wir mal hier rausgehen. Mjoll, ich halte da sehr, sehr viel von. So, dann können wir eigentlich... Moment. Werden wir jetzt direkt da reingehen? Das ist die Frage. Beziehungsweise identifiziere den Skomantel. Der ist da vorne. Wenn wir uns links halten ein bisschen... Okay. Ich muss noch Pferde beschlagen. Da, also beeilt euch. Da. Es ist dank euch fühle ich mich jetzt viel besser. Achso, wir können die Dame fragen, was Skoma ist. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Ja, was ist denn Skoma, Wuchida? Ich bin mir nicht sicher, woraus es gemacht wird. Aber ich kann euch sagen, sobald ihr es einmal probiert habt, wollt ihr nichts anderes mehr. Ja, das glaube ich. Die Dunmeer haben das Zeug vor langer Zeit erfunden. Sehr illegal und sehr schwierig zu bekommen. Ich habe meins von einem Handelsschiff in Einsamkeit bekommen. Der schlimmste Fehler meines Lebens. Ja, das glaube ich dir. Ja, Skoma, eine Droge und illegal dazu auch noch. Deswegen kümmern wir uns auch um diesen Skoma-Händler. Ja, Uchida, woher bekommt ihr euer Skuma? Ich denke nicht, dass ich euch das sagen sollte. Ich meine, die könnten mich umbringen. Ja, ihr schuldet mir was. Gut, gut, ich sage es euch. Ich bekomme mein Skoma von Sartes Idrin. Er hat sich drüben im Lagerhaus von Rifthorn eingerichtet. Aber da werdet ihr nicht reinkommen. Seit Kriegsbeginn haben die das Lagerhaus verbarrikadiert. Wer hat einen Schlüssel für das Lagerhaus? Ich habe gehört, wie Boli gesagt hat, dass nur der Jarl den Schlüssel zum Lagerhaus hat. Es wird immer schlimmer. Wenn ich mich dort mit Sartis treffe, erwartet er mich normalerweise draußen mit seiner Leibwache. Ja, was werdet ihr jetzt machen? Ohne dieses Skoma wäre ich längst auf meinem Weg raus aus dieser furchtbaren Stadt. Mein ganzes Gold, alles weg. Jetzt muss ich wieder ganz von vorn anfangen. Ich werde nie wieder Skoma zu mir nehmen. Obwohl... Hin und wieder ein Schluck Met kann doch sicher nicht schaden. Ich habe vom Tod genug für ja, Met ist ja auch in Ordnung. Wuchida, ich danke dir für diese Informationen. Er war sehr freundlich. Ich danke euch. Ich danke dir. So, Mjoll, schön, dass du da immer noch so viel rumredest. Kommst du mit, Mjoll? Ja, Mjoll kommt natürlich mit. Den Bauch voller Met wäre... Ja, mit dem Bauch voller Meter fängt er an zu sprechen, wenn ich hier schon drücke. Naja, ist egal, ist egal. Wir gehen zum Jarl, wir melden jetzt den netten Herren, denn ich glaube, das ist das einzigste Sinnvolle, was wir hier machen können. In dem, schön, dass sie hier rauskommen. Asker, Schneefuß. Fasst euch kurz, Kaiserlicher. Euren Gestank werde ich bestimmt nicht lange tragen.
Immer diese Höflichkeit, nee, diese Nicht-Höflichkeit, besser gesagt. Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Ach, bist ruhig mal, Maven. Ah, sorry, ich kann für sowas jedenfalls nicht unbedingt starke Begeisterung empfinden, beziehungsweise auch schon mal gar keine Zuneigung. So, Mithril Keep, die Nebelschleierfestung. Tötet mich mal da ein. Zack, ich spart das Itren beim Jarl von Riften an, natürlich. Ihr hättet mich auf dem Höhepunkt meiner Abenteurerkarriere erleben sollen. Ich war furchtlos und bin zu viele Risiken eingegangen. Aber genau darum ging es ja. Da ist sie. Da ist sie, alles klar. Ja, Mithril Keep, die Nebelschleierfestung. Einmal eintreten, einmal zum Jarl, bitte. Ich hoffe mal, dass der Jarl jetzt auch noch irgendwo anwesend ist. Ja, da gerade. Ah, da sitzt er doch. Ich kenne euch. Wo war es doch gleich? Oh, wolltet ihr mir nicht etwas holen? Hatten wir einen Termin? Nein. Ging es um eine Lieferung? Ich kann mich nicht erinnern. Was hat euch so lange beschäftigt? Jemand interessiert sich für das, was ich tue? Erstaunlich. Nun, ich will es euch gern erklären. Meine Experimente drehen sich um ein magisches Konstrukt und eine Zutat, die es dem Konstrukt erlauben wird, ein dauerhaftes Feld harmonischer Energie aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, alles klar. Ich danke dir für die Info. Das darf ich nicht vergessen. Zuerst der Schutzzauber, dann die Beschwörung. Genau. Wir haben ja schon mal mit der Dame geredet, deswegen habe ich das ganz mal abgebrochen. Als hier ist der Jaila. Als Huskarl möchte ich euch bitten, stets die gebührende Distanz zu ihr zu wahren. Natürlich, aber ich würde auch liebend gern aus dem Weg. Ja, vorne sie, von vorne ist. Ja, ja. So, wir sprechen mal mit Jarl Leila Rechtsprecher. Was kann ich für euch tun? So viel zum Thema, sie hat keine Zeit für Unterhaltung mit uns. Ja, beziehungsweise Leila, ich habe ein Skoma in den Riften entdeckt. Ja, wir wissen von Sartes Machenschaften im Lagerhaus. Leider sind wir uns sicher, dass er Informanten in der Stadtwache hat. Er ist uns bisher jedes Mal entkommen, wenn wir ihn festnehmen wollten. Mhm. Wenn ihr euch jedoch dieser Sache diskret annehmen würdet, könntet ihr ihn vielleicht überraschen. In Ordnung, ich mach's. Hervorragend. Hier, das ist der Schlüssel zum Lagerhaus. Versucht, diesen Gifthändler zu schnappen und ihn zu überzeugen, seine Geschäfte dauerhaft aufzugeben. Na, aber selbstverständlich. Ja, Leila, ich danke dir. Abgeschlossen. Ja, betritt das Lagerhaus von Riften. Alles klar. Ich wünsche euch eine gute Reise. Danke, Frau Jarl Leila. Ich kenne euch. So, die gute Bülandria. Ein bisschen durcheinander. Hatten wir einen Termin? Nein. Ging es um eine Lieferung? Ich kann mich nicht erinnern. Warum ist sie jetzt auf einmal hier? Keine Ahnung. So. So, Fackel wieder an und dann schauen wir uns einfach mal um. Irgendwo müssen wir ja hier hin, mit Sicherheit. Und zwar einmal hier Himmelsrand, betritt das Lagerhaus von Riften. Was haben wir hier? Helkas Bankhaus. Ja, konfrontiere Helka mit den Zeichen der Dibella. Den Rest machen wir später. Wir gehen erstmal zu Helka. Wir gehen erstmal zu Helka. Das ist, denke ich mal, das Beste, was wir hier machen können. Zu diesem Zeitpunkt zumindest. Denn letzten Endes ist nichts wäre schlimmer, als würden wir jetzt hier alles noch weiter hinauszögern. Das bringt ja letzten Endes auch. Und ich glaube, das ist der B&Barb. Ja, der B&Barb. Dann müsste hier vorne irgendwo Helkas Häuslein sein. Glaube ich, oder? Hey, das ist Helkas Punkhaus. Ja, hier ist es doch. Hi, Helka. Fragt so viel ihr wollt. Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Jedenfalls nicht in diesem Teil der Welt. Ist es euch gelungen, die Zeichen von diesen Männern zu bekommen? Na klar. Tut mir leid wegen der Unordnung. Hier sauber zu halten ist keine Kleinigkeit. Ach so, ja, wir haben die Zeichen der Dibella, aber... Arbeit? So kann man es seit meiner... So, wir kennen das ja schon. Während dieser Schwein... Arbeit? So okay, kann man ja es schon. Wohl auch nennen. Sorry für die Unterbrechung. Ich nenne es Sklaverei. Ich arbeite mir die Finger wund, um dieses abscheuliche Loch sauber zu halten. So, Leute, und ich muss noch mal ganz kurz hier reinschauen. Konfrontiere Helka mit den Zeichen der Dibella. Ja, aber du... Die Leute sagen, Himmelsrand sei einer der gefährlichsten Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Ich glaube, da irren sie sich. Jedenfalls nicht es in diesem Teil der Welt. Okay, können wir denn mit diesen Zeichen der Dibella irgendwas machen? Zeichen der Dibella. Benutzen. Ich bin stolz, es meine Heimat nennen zu dürfen. Fragt so viel ihr wollt. Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Jedenfalls nicht in diesem Teil der Welt. Fragt so viel ihr wollt. Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen.
Jedenfalls nicht in diesem Teil der Welt. Das ist leicht seltsam hier, wenn ich ehrlich bin. Die Dame, die mag mal wieder nicht uns irgendwas verraten. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Straße zu berauben. Als ich Düsterklinge zog, hat der Arme sich in die Rüstung gemacht. Schaut mal hier, Statue von Dipella. Die Statue von Dipella, die wollen wir aber nicht klauen, oder? Was ist denn hier los? Warum wir das nicht? Töte den Banditenanführer, konfrontiere Helga mit den Zeichen der Dipella. Okay, wisst ihr was? Wir gehen mal eben... Ich habe vom Tod genug für drei Leben gesehen. Aber eines guten Kampfes werde ich nie überdrüssig. Wir gehen eben mal hier raus und dann warten wir einfach bis zum nächsten Tagesanbruch. Ich denke mal, das sollten wir hier machen. Halt, einmal hier. Und dann... Ich weiß nicht, was da los ist, ne? Die Zeichen, wir haben die Zeichen der Dipella. Wir sind bei Helga und Helga lässt sich nicht darauf ansprechen. So, das sollte reichen. Okay. So, vielleicht können wir sie ja jetzt darauf ansprechen, wenn ja keiner da ist. Fragt so viel ihr wollt. Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Jedenfalls nicht in diesem Teil der Welt. Fragt so viel ihr wollt. Aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Jedenfalls ist es euch gelungen, die Zeichen von diesen Männern zu bekommen? Ja, mir ist das gelungen, aber ich kann nichts machen. Arbeit? So kann man es wohl auch nennen. Ich nenne es Sklaverei. Ich arbeite mir die Finger wund, um dieses abscheuliche Loch sauber zu halten. Seit meine Eltern starben und Helga mich aufnahm, ist mein Leben ein einziger Albtraum. Wie hätte ich wissen sollen, dass sie so ein widerliches Weib ist? Ja, so ein widerliches Weib. Also sitze ich hier fest, während diese Schweine, die sie Kunden nennt, mich begrapschen und die widerlichsten Dinge zu mir sagen. Ja, das tut mir schon leid, Svana. Bitte versucht, diese Zeichen ohne Gewalt zu erwerben. Ich möchte nicht für ihren Tod verantwortlich sein. Oder für euren. Ja, das Schöne ist, wir haben die Zeichen und trotzdem jedes nicht. Ich liebe die kühle Luft. Fragt so viel ihr wollt, aus einem Stein könnt ihr kein Blut Vielleicht liegt es an meinem Nordblut. Jedenfalls nicht in diesem Teil der Welt. Lebendig zu sein. So, Schrein von Dipella. Sollen wir den mal aktivieren? Alle Krankheiten geheilt, Dipella Segen hinzugefügt. Hier könnt man die Bilanzen fälschen. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Mach mich natürlich sehr, sehr gern. Fragt so viel ihr wollt, aus einem Stein könnt ihr kein Blut herauspressen. Jedenfalls nicht in diesem Teil der Welt. Na gut, Leute, auch wenn es wir hat mir jetzt... gefehlt, solche Reisen zu unternehmen. Ja, Mjoll. Die Weiten von Himmelsrand zu durchqueren, hat mein Herz stets mit Begeisterung erfüllt. Ja, ich erinnere nochmal dran. Ich habe den FCO drin, den Follower Commentary Overhaul. Und eigentlich sollte es ja jetzt ein wenig, anders zwar sein. Die gute Dame sollte es schon mal bei anderer Seite sagen. Aber nicht so oft. Naja, ist egal. Wir sind hier bei Helga. Wir können irgendwie hier nicht sagen, dass wir die Steinchen haben, obwohl das unsere Aufgabe ist. Wenn das Wetter ich werde dann nochmal... Ehren und ich oft in den Wäldern von Rift spazieren. Die Bäume hier sind so wunderschön. Ja, ich werde mich dann nochmal schlau machen, wieso, weshalb, warum, ne? Ob das jetzt ein Bug ist oder ob da noch irgendwas fehlt. Und dann werden wir das natürlich beim nächsten Mal dann auch, beziehungsweise ihr werdet das dann auch beim nächsten Mal sehen, ob es so ist oder nicht so ist. Ich hoffe, ich habe eine Erklärung gefunden, wenn nicht, ja, dann halt Pech gehabt, ne, Leute. Da kann ich nichts ändern. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben, ja. Wenn ihr noch mehr von diesen Videos sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und für die neuesten Informationen folgt mir ruhig auf Twitter, denn dort werde ich bekannt geben, falls ich was verschiebt, falls euch was ändert, ne, oder falls was Neues hinzukommt. Leute, ich bedanke mich nochmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Die Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin, Leute. Ciao.